Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Anno 1800. Pause Öl! Ja, das Schiff ist doch noch gar nicht da. Oh doch, du hast es gegen den Felsen gefahren. Es muss erst noch mal achtmal irgendwo rumfahren. Man nannte ihn Nation. E-Sport Nation. Nation, wir können am Wochenende doch keine Formel 1 spielen, ey. Nations Playseat ist gekommen, aber da passt das Lenkrad nicht drauf. Die E-Sport-Karriere steht unter einem schlechten Stern, glaube ich. So, wir wollten auch noch gucken, ob wir Öl auch verkaufen können, oder? Aber ich glaube nicht, dass das geht. Das bisschen auf jeden Fall nicht. Alter, diese Menüs machen mich wahnsinnig, ne? Ey, wenn du Leertaste drückst, kommst du in diese Ah, das ist gut zu wissen. Wenn ich nochmal Leertaste drücke, dann wieder dann kommst du zurück. Okay. So, ja, ich habe hier mal Projekt schön erwonnen. Ist okay. Angefangen. Ich steuere da mal meine Sachen so bei. Bevor wir hier vergessen. Das passt genau, als hätte ich es ausgemessen. Das passt nicht. Aber wenn du da umdrehst, dann passt das auch nicht. Dann können wir dahinter noch Bäume bauen. Ja, das mache ich dann mal nicht. Ich habe noch ein solider Plan von mir, da in dieser Langzunge Gebäude hier anzubauen. Ich habe hier nur ein paar gebaut, ne? Nergolix verdreißigfacht jetzt. Ja, du kennst mich. Wir brauchen Geld. Er macht den Weg nur eins nach oben, dass wenn die da oben einziehen. Wir haben kein Holz für gerade. Wir brauchen das Holz. Irgendwo Holz Leben lang. Aber wir haben halt auch echt viel da gemacht. Warum habt ihr keine Kartoffeln? Will die anderen alle Kartoffeln haben? Ja, wir bräuchten noch mal Arbeitskleidung mehr. Ja, aber hier ist doch scheißegal. Ja, aber dann sagen die, nee, ist ja voll uncool, Erdbeerkäse. Achso. Guck mal, wie viel Geld wir wieder machen jetzt mittlerweile. Das ist ja shit. Ja, ich bin froh, aber wir haben ein bisschen wenig Schnaps. Ja, da müssen wir gleich gegensteuern. Kommt gleich. Da müssen wir gegensteuern. Ja, da kommen 11 Tonnen gleich. Das ist viel zu wenig. Wo ist der Schnaps hin? Die sind alle eingezogen und haben erstmal den Schnaps weggesogen hier. Ja, weggesogen. Genau. Und Mittel. Koordinaten eingezeichnet. Die kommt ja angeschossen, die Edelsüß. Cheftrainer Florian Kohfeldt verlängert in B. Riemen. Finde ich gut. Gespeichert. Ich denke nicht, dass er in Berlin verlängert hat, weil das wäre bescheuert. Wo sollen wir denn gleich unsere Kartoffelfelder hinbauen, Zarok? Ja, wir haben keinen Platz dafür. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Da ja, unten. Hier. Da. Neben so Fischdudes. Du musst ja aber dann auch noch ein Lagerhaus haben. Die haben direkt gegenüber ein Lagerhaus. Ja, aber das ist für die Schiffdudes. Ja, aber das sind zwei. Anlegestellen. Wir müssen auch ein bisschen hier Sparkurs, ja? Wir sind hier nicht in Bayern. Das sollte so. Tetris. Meinst du zwei reichen? Nee, ne? Ich mach das so wie Blizzard. Man kann nur in bestimmten Inkrementen Sachen erhöhen. Bei Blizzard ist es so, dass man immer nur alles in 25 Mineralien-Schritten erhöhen darf. Und in Anno immer nur zwei auf einmal. Wo kommt der Baum her? Man muss ja auch mal einen Baum pflanzen. Hast du in deinem Leben schon mal einen Baum gepflanzt? Nein. Tja, ich auch nicht. Haben wir das geklärt? Aber gut, dass wir drüber geredet haben. Ich würde da oben aber so... Ja! Kann ich nicht. We have no Holz. Holz da. Guck mal, passt perfekt. War voll geplant. Timberschwick. Flaggschiff erwartet Anweisung. Ja, Holzer. Dann kann ich ja gerade, wo wir schon mal hier sind. Komm mal, kleine Kleinigkeit zu essen. Voll. Wo ist denn hier unsere Arbeitskleidung? Hier. Ja, übrigens, du musst kurz mal. Du musst
kurz mal gucken, was du da machst. Ich plane nämlich gerade Nahrungsmittelzufuhr. Ich fürchte, das passt hier nicht. Ach, meinst du? Müssen wir anders machen. Jawohl, Gurix. Ja, plan doch deine Nahrungsmittelzufuhr, solange ich hier Schwachsinn mache. Ich hab nur zugeguckt, weil das sah komisch aus. Ja eben, das sollst du doch nicht. Hau jetzt ab. Ein Hof ohne Felder? Alter, das hat 2 Sekunden gedauert, ja. Kannst du dich mal ein bisschen gedulden hier? Heißt du Nergorix oder was? Scheinbar. Ja, komm. Oh. Nein, ja. Was war das geplant? Ach, hier ist nicht mal ein Weg. Das hat nur Zalrock gebaut haben. Alter. Wie viele von den Dingern müssen wir bauen? Unser Geld geht wieder rapide aus. Ja, weil die kosten 20 im Unterhalt. Ja, 20 mal 10 ist schon mal. Ich glaube, die Steuern, 200. Die die zahlen, wenn sie endlich Arbeitskleidung anhaben, sind deutlich höher. Wieso hast du die hier eigentlich so eingebaut? Wen habe ich eingebaut? Die beschweren sich die ganze Zeit, weil sie keine Karren haben, weil du hier den Weg nicht hast. Also können wir hier nicht mithelfen. Ich muss jetzt noch ein Haus bauen. Ach, immer dieser Rock. Lagerhaus ist doch gut. Ich weiß, nur eine unbedeutsame Gabe. Nehme ich. Da oben irgendwo bei dem Pfeil. Oh, süße Fantasie, gesegnet seist du. Volkserzählung. Geil, alles Buh. Wir können da vielleicht ausstellen. Das ist so ein typischer Zarok. Alles Buch. Kann ich nicht im Fernsehen mir anschauen, Erkan. Ist aber, habe ich aber auch recht mit. Mann, wie hat das denn hier so eingebaut alles? Das muss ein Zahlrock gemacht das haben. Das andere haben wir alles erst im Nachhinein hinzugefügt. Das war DLC. Ich glaube, wir müssen das Museum umziehen lassen. Die Frage ist, wohin? hier ist doch ein schöner Platz. Ja, passt aber nicht. Doch, hier so. Nee, passt nicht. Ja, hier so, ja. So, gegenüber vom Besucherkai. So, wir haben bestimmt mindestens 3 Sachen, die wir ausstellen können. 1, um genau zu sein. Da bauen wir auch extra einen Tempel für. Wann geht's hier eigentlich mal weiter? Mit der Expedition, meinst du? Ja. Die Frage ist berechtigt. Aber die Wurst wird knapp. Es wird einfach alles knapp bei uns. Ja, es hilft nichts. Ich brauche feste Nahrung. Ja, Wurst zum Beispiel. Hat Wurst? Ja, weil das fehlt hier. Wurst ist ein gutes Stichwort. So. Das ist auch so ein typischer Zauberweg hier. Er ist auch schon wieder überfordert hier. Ja, komm, was soll der Geiz? Die Attraktivität ihrer Stadt. Ach, nur wenn ein paar Schweine mehr haben, ist auf einmal mir Kundlerplatz nicht mehr so attraktiv oder was? Das ist nicht ideal, das hätte ich lieber anders geregelt, gebe ich zu. Kann ich aber nicht mehr. Ja, hier machen wir doch lieber nochmal einen hin. So, jetzt brauchen wir mal hier solche Dinger noch. Metzgerei nennt man sie auch. Fachjargon. So, hier bin ich wieder, du Fachjargon. Was hast du gerade kaputt gemacht?
Ich habe ganz viele Schweine mehr gedingst. Wir sind ein bisschen unattraktiver geworden, seit du weggegangen bist. Schweine? Ja. Offensichtlich sind Schweine unattraktiv. So, Pilente. Fall doch mal in die neue Welt. Und dann habe ich den falschen Knopf gedrückt. Dann gehen wir in die neue Welt. Was ist denn mit der Expedition eigentlich passiert? Ja, habe ich auch schon dreimal draufgeklickt. Das ist aber noch nichts Neues. Warum läuft hier Kampf oder irgendwas? Böse Musik? Krank? Immer nur krank. Das ist doch krank. Der Druck im Kessel. Also wir nehmen ganz schön viel Baumwollstoff mit. Klopapier meinst du? Dann haben wir ja doch zwei von diesen Dampfschiffen schon, ne? Einmal für das Klopapier und einmal für Rum. Ja, dann brauchen wir noch eins. Für alles andere. Neue Befehle. So, ich wollte jetzt hier irgendwas mitnehmen. Ich habe aber vergessen, was. Also einmal finde ich es besorgniserregend, dass hier der Kaffee so stark nachlässt. Ist mir aber jetzt auch egal. Was wollte ich denn hier machen, Sarah? Ich wollte hier die Sache mitnehmen. Ich bin gerade wiedergekommen. Ein Papagei. Ich lese in dir wie in einem Buch. Ja, lesen ist schlecht für die Gesellschaft. So. Zack, die alte Welt. Hallo, die alte Welt. Kisten unter Deck. Was ich übrigens geil finde, ist dieses Zielregion-Ding, ja? Es gibt ja so viele Zielregionen. Ja, kommt ja gleich eine neue. Wie heißt die eigentlich? Den Namen irgendwie Garaba oder Kassau? El Corazon oder so, haben wir doch schon gesehen. Also hast du schon vorgelesen den Namen tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass der Arzt hier ein bisschen weit weg ist vielleicht. Ich brauche mal noch einen Arzt. Der braucht jetzt nur ein bisschen. So lange mobilisiere ich mal nochmal. Und dann gehe ich zu einer anderen Welt, weil da ist nicht so nervige Musik die ganze Zeit. So, was ist denn jetzt eigentlich? Wir machen doch hier schon so tolle Sachen wie Hochräder, ja? Haben wir gerade ein Schiff hier? Goldgepresste Lithium. Achtung, ist kein Schiff mehr hier, das ist schade. Was sich unter Deck befindet, ist meine Sache. Da ist doch noch ein Schiff. Könntest du mal hier hinfahren? Ganz ehrlich, die Olle geht mir auf den Sack. Ja, das tat sie mir schon von Anfang an. Also die dicke Olle. Rum könnte gleich zu einem leichten Engpass führen. Und damit meine ich heftige Probleme. Wo ist denn die Pilenta schon wieder? Ich weiß es nicht. Rum. Dass man hier nicht wenigstens angezeigt bekommt, wo die sind. Das ist doch blöd, oder? Du hast nur Nähmaschinen. Die hat Rum. Rahel! Okay. Wie kann man nochmal Rum herstellen? Holz. Und Zuckerrohr. Haben wir Holz und Zuckerrohr? Noch übrig vielleicht? Zuckerrohr auf jeden Fall. Arsch voll? Holz auch. Dann machen wir noch einfach noch mehr von denen hier. Von den Rummern, genau. Die Römer. Ich glaube, ein Drittel ist ein bisschen viel, aber jetzt ist der Rum nicht mehr da. Würde ich behaupten. Ja, aber ich will doch dann da nochmal so ein Lagerhaus hinbauen. Ach, Quatsch. Wir brauchen noch mehr Rohstoffe. Wir brauchen noch mehr Rindfleisch. Wird so leichter Michael Budi Herbeck dabei. Hier wird hart gebohrt. Das ist das falsche Ding. Die fehlende Waren holt ihr euch doch. Mein Gott. So, nein. Das werde ich nie lernen. Ja, ist ja gut jetzt. Was macht sie hier eigentlich, die Schaumkrone? Naja, hier wollte ich sowieso gleich noch Sachen machen. Was machen Sachen? Aber erstmal wollte ich hier gucken, ob wir zufällig noch ein paar Hochräder übrig haben. In der Tat. Perlen bringen ja nichts, haben wir gelernt. Brillen haben wir nicht genug, finde ich.
Fälle sind nicht so geil wie Pelzmäntel. Ja, Nähmaschinen. Von mir aus freigegeben. Oh. Wie wollen wir diesmal mit der Zeitung umgehen, Zalrock? Guck doch mal nach, was die Zeitung uns schon vorschlägt. Bankrotterklärung würde ich jetzt, Ja, aber sollen wir da jetzt wieder das 15er Konsumverhalten machen? Wir haben eigentlich genug Geld. Ja, wir kriegen ja auch immer wieder genug rum, ne? Nee, genug Geld haben wir nie, ja. Das Einzige, was wir machen können, wäre Knappheit. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Knappheit für den Rum ist gut. Ein 10er, ein 20er, 30er ist mir zu viel. Ja, nimm 20er. Die Feder führt, das Schwert folgt. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wann geht das hier denn mal weiter? Du findest langsam Gefallen daran. Vielleicht ist das Buggy und das geht gar nicht mehr weiter. Würde ich Ubisoft zutrauen. Harald Glöckler ist jetzt weg. Vielleicht hat Harald Glöckler uns ins Unglück gefallen. Der ist noch bei den Teutonen beschäftigt. Gleich haben wir keine Wurst mehr. Wurst auch? Ja, das habe ich ja so viel hier verschwustet. Aber offensichtlich ist die Produktion noch nicht reingekickt. Kick. Können wir noch einen mehr davon haben? Alter! Im Namen des Kaisers und der Kaiserin. Ganz ehrlich, das ist die nervigste Mitspielerin, die ich je hatte. Das hast du gerade eben doch schon mit der anderen gesagt. Die ist mir auf den Sack gegangen. Die nervt mich. Ja, da ziehst du aber noch einen Unterschied. Wir brauchen mehr Arbeiter. Warum? Wir haben nur noch 94. Ja, aber wir haben keine Wurst und kein Bier. Das ist ein cooler Einwand. Seife wird auch. Aber die Fleischkonserven steigen. Stimmt, Seife nimmt auch dramatisch ab. Warum waschen sich die Leute so viel? Wir haben doch hier so eine Handelskammer mit so einem Metzger, oder? Haben wir noch irgendeinen, der... Ein Seifer? Salpeter und Quarz, Schneider, Uhrmacher. Was machst du? Siederei, Vasenmeisterei. Vasenmeisterei ist doch gut. Ist das nicht eine Vasenmeisterei? Eine Vasenmeistermei ist das. Genau. Kein Mai. So. Aber warum haben wir hier nur eine Vasenmeisterei? Wo ist der Rest? Haben wir nur eine Vasenmeisterei? Wir hatten mal mehr. Nee, das. Also, ich habe keine abgerissen auf jeden Fall. Jetzt ist denn Holzfäller beschränkt. Ja, wir haben Holz en masse. Wir haben übrigens nur die Hälfte an dem Geld, was wir vorhin haben. Wo bleibt der rum? Wo bleibt der rum? Einsatzbereit. Unterwegs in eine andere Region. Da. Da! Rahel! 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 Bomaye! Rahel! Herrje, mein Magen krampft wieder. Kurzzeitig uns ein bisschen Einkommensboost. Finanzspritze. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Vielleicht müssen wir auch einfach die Inflation senken. Das habe ich auch schon gemacht, weil unsere Inflation ist nur noch bei 1,85, Zarok. Auch wenn du mir das bestimmt 10. auch wieder nicht glaubst. Nein, das weiß ich, aber die war mal bei fast 10. Das stimmt. Oh, da brauchen wir Gold aus der neuen Welt für. Das ist mir zu anstrengend, um ehrlich zu sein. Ja, aber wir machen ja quasi schon goldgepresstes Lithium. Also ich glaube, wir sollten tatsächlich diese Taschenuhr-Geschichte bald forcieren. Wir brauchen dafür Glas. Wie sieht das aus? Was hängt der auf? 37 Gemälde? Wo ist denn hier jetzt da? Glas steigt immer noch. Also das wäre okay. Wir müssten nur irgendwo Gold produzieren. Und ich würde fast sagen, wir machen das nur mit einer Goldmine in der anderen Welt. Und den Rest machen wir hier, oder? Ja. Was machen wir denn eigentlich? Das war wieder das falsche Menü. Was ist denn jetzt eigentlich mit unserer großen Expedition nach Fernost? Weiß ich nicht, passiert ja nichts. Wo ist denn hier Gold? Hier ist eine doch sechs Gold. Du hast sie gerade ausgewählt. Ja, aber ich finde, wir eine schöne haben. Das sind ja alle Meilen weit weg. Komm, nehmen wir die. Gold, wir brauchen mehr Schaufeln. Das wird wirklich ein Problem, wir brauchen mehr Schaufeln. In der Tat.
Wir brauchen mehr Oberleute. Ja, wir haben keinen Händler-Kai hier, keinen Pendler-Kai. Händler. Planänderung. Da war ungefähr 38.000 Öl. Hab ich genau gesehen. So. Ich würde da so ein Lagerhaus nehmen. Ich überlege, ob wir noch einen zweiten hier bauen. So, die Frage ist, ich fürchte, wir müssen hier mal... 3000. Ich glaube, wir müssen hier eine neue Route mitmachen. Haben wir nur eine Route, die... Nee, guck mal, die fährt doch auch noch. Zwischen Los... Was ist denn Los überhaupt? Los Conrellos. Dann lad du doch nochmal Gold mit ein. Musst du einen leichten Umweg fahren, aber komm, warum das Erz? Nicht aus. Ja, weil wir das an... Hast du mir nicht zugehört? Ich dachte, wir machen Gold hier? Nein, weil wir auch dann Elektrizität nutzen können. Ah, ja, weil ich Strom gebaut habe. Nee, nicht. Das ist Quatsch, was ich hier mache. Sag mir doch, dass es Quatsch ist, was ich mache. Stattdessen lacht er wieder aus 1940 raus. Wahrscheinlich droppt er gleich wieder, der Rock. So, alte Welt. Kurzer Abstecher hier. Du fährst nach Fondue Adler. Ja, das ist okay. Ja, können wir so machen. So, ist jetzt der Bohrer endlich abgebrochen? So, währenddessen ist unser Rum da. Ja, merkt man. Ich mach das jetzt immer so, das ist einfacher, als wenn ich immer das Menü suche. Eine Zerstörung! Nee, können wir uns, glaube ich, nicht erlauben. Hier ist überhaupt Ellie Blackworth. Ist höchst verdächtig. Höchste Konzentration. Wir können wieder Nähmaschinen verkaufen. Meinst du, das war ein bisschen viel? Brauchen wir mehr vielleicht? Ich weiß noch, als wir probiert haben mit den Perlen. Oh, die Perlen, die müssen ja mega viel Ding bringen und Ding. Und dann sind wir da gestanden vor dem Händler. Und ich meine, hier gar nichts. Hier voll scheiße. Ja, Perlen sind halt offensichtlich ein Rohstoff gewesen. Das war mir nicht so bewusst und nicht ein verarbeitetes Ding. Verarbeitete Dinger bringen ja eigentlich nur Geld. Die Rohstoffe bringen ja immer nichts. Ihr Schiff ist von der ein Künstlerfest. Jawohl. Und welche Überfahrt? Das sind die gleichen Leute wie beim Bierfest bestimmt. Mhm. Was macht denn das Künstlerfest? Attraktivität! 400! Und trotzdem sind wir hier nicht auf dem Ding. Womit man zu Hause angeben könnte. Was? Frechheit? Achso, Feierlichkeit. Frechheit! Frechheit 400! Ein goldener Käfig, oder zumindest aus Messing. Was ist denn mit Wurst? Wurst ist okay, guck mal. Das ist doch Dufte. Also, Seife, naja. Also Kurkuma. Bier geht hoch. Konserven sind auch. Das war ja mal ein Riesenproblem bei uns. Rum ist schon wieder so knapp, ne? Wo ist denn unser Rumschiff? Bereit für den Einsatz. Hier wahrscheinlich erst, ne? Ja. Also ich glaube, wir müssen die Rumproduktion nochmal drastisch erhöhen. Da führt kein Weg dran. Ich wollte das ja immer jetzt so machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich hatte doch drei Rummerei. Ja, das geht Aloha, zurück. Ich glaube, wir beobachten das noch ein bisschen länger. Was war nochmal? Also Rum brauchte das und Holz. Zuckerrohr und Holz. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Holf geht offensichtlich. Holf Zukowski geht auch zurück. Holf geht zurück. Energorik mache ich für eine Holzfällerhügel. Hier mit dem Urwald, genau. Da müssen wir aber eine Brücke bauen. Ja, vor allem müssen wir dann wieder ein Lagerhaus bauen, habe ich überhaupt keine Lust. Ja, da müssen wir ein Lagerhaus bauen. Jawohl, wir holzen. So, es könnte sein, dass wir gleich noch mehr Zuckerrohr brauchen. Ja, und vor allem mehr Hanfpflanzen. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Rindfleisch. Wir haben doch keine Zeit. Ach, wir haben keine Journalisten. Keine Hanfpflanzen. Hanf, sag ich doch.
Ja, da komme ich. Ach, du hast ja diese beschissene Sache hier gebaut. Ich erinnere mich. Damit hier keiner mehr noch mehr bauen kann. Jetzt muss ich das hier so machen, weil du da oben so komisch angefangen hast. Macht mich schon wieder wahnsinnig, ne? Der ganze verschwendete Platz da. Man nennt es. Das wollte ich ja. Das ist die erste Autobahn. Klingt nach einer guten Geschichte. Guck mal, der Weg bringt gar nichts, aber er sieht schön aus. Doch hier ganz oben. Dieser Weg ist echt. Dieser Weg wird kein sinnvoller sein. Oh, der guckt ja böse. Dieser Weg. An irgendwen erinnert er mich. Conrel? Conrel ist jetzt nicht schwarz. Weiß ich nicht, ich hab Conrel noch nie gesehen. Ich baue mal eine neue Kapelle. Kasse leer. Wie viele von denen wir einfach haben? Ja, wir haben dieses Menü habe ich noch nie gesehen. Doch, da kannst du die Produktivität, da kannst du quasi Überstunden machen. Also. Ich will doch wieder, dass wir 100.000 haben. Ja, und damit würde ich sagen, was ist für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Hier oben rechts die nächste Folge. Klicken unten rechts, das bringt mir und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss.